Grüß euch und hallo zusammen. Ich habe mir es heute ein bisschen bequem gemacht, weil ich euch ein bisschen was zum Erzählen habe über die Vorführer. Also ich habe mir gedacht, ich mache euch jetzt mal so ein Zwischenfazit und wie so der Stand der Dinge ist. Und fangen wir doch gleich mal an mit dem Fendt. Viele von euch fragen ja, ob ich einen Fendt auch ausprobieren möchte. Ja, ich möchte den Fendt probieren. Der Fendt war auch geplant, jetzt in der Woche vor Ostern. Aber leider wurde der 314er Vorführer verkauft. Und wann und ob ich einen Fendt noch zum Probieren kriege, das steht in den Sternen. Valtra N war geplant. Der stand auch schon beim Händler oder besser gesagt bei meinem Mechaniker. Das war allerdings schon im Februar und das war noch Sperrfrist und ich hatte keine passende Arbeit für ihn. Und der Jakob und ich sind dann auch ein paar Meter gefahren und haben also festgestellt, dass er ein sehr schönes Fahrzeug ist, sehr geräumig, große Kabine, einen schönen Aufstieg hat, wendig, also überraschend wendig für die Riesenkiste. Ich würde sogar sagen, wendiger wie der John Deere. Aber leider wurde auch der Vorführer verkauft, bevor ich ihn testen konnte. Und ob da die nächste Zeit noch ein Vorführer nach Aufrufen kommt, weiß ich noch nicht. Ja, dann kommen wir mal zu den drei Kandidaten, die ich am Hof hatte. Den Case Vestrom 130, den John Deere 6140M und den Klaas Areon 440. Der Klaas Areon war ja ein bisschen außen vor, weil er hatte nur ein Lastschaltgetriebe mit dem, ja, das ist Quadra-Shift-Getriebe mit 16 Vorwärtsgängen und 16 Rückwärtsgängen. Das hat wunderbar funktioniert, hat schön geschaltet, hat aber vielleicht einen kleinen Verbrauchsnachteil gehabt, weil die 40 km/h nicht bei reduzierter Drehzahl erreicht wurden, sondern bei 2250 Umdrehungen. Gut, der Case stufenlos mit zwei Gruppen, die also selbstständig, also zwei Lastschaltstufen, die selbstständig gewechselt haben. Und in den Lastschaltstufen war er stufenlos. Der Gruppenwechsel war also so, dass man quasi nicht gespürt hat. Manchmal hat man das Gefühl gehabt, der hat ein bisschen hin und her geschalten, wenn man gerade so in einem Zwischengeschwindigkeitsbereich war, aber hat wunderbar hingehauen, gut funktioniert, alles wunderbar. Der John Deere mit dem stufenlosen Autopower, auch mit vier Lastschaltstufen, die selbstständig also gewechselt haben, je nach Geschwindigkeitsbereich. Das Getriebe hat mir sehr gut gefallen, also sehr knackig. Also man hat da wirklich das Gefühl gehabt, dass da auch mit relativ hohen mechanischen Wirkungsgraden gearbeitet wird. Das war so ein bisschen, ja, so wie wenn man ein modernes Sechsgang-Automatikgetriebe im Pkw mit so einem Drei- oder Viergang-Automatikgetriebe vergleicht. Also das eine so ein bisschen, ich sage jetzt nicht zäh, sondern ja, einfach mit mehr im Ölquirlen verbunden, sage ich jetzt einfach mal. Und das andere schon, also sehr knackig, auch beim Anfahren unter Last. Also hing der Johnny richtig gut am Gas. Generell der John Deere der stärkste im Test mit 165 PS mit Boost. Der Case hatte 140 PS mit Boost und der Klaas 125, glaube ich, mit Boost. Und das hat man gemerkt. Also der Johnny, der geht schon richtig gut. Der hat also das Güllefasel da den Lochberg hochgezogen, wie als ob es leer wäre. Motoren. Die Motoren, also Klaas und Case, FPT-Motoren. Die vielgelobten FPT-Motoren. Also der Motor, der hängt unten rum schön am Gas. Also das hat man beim Klaas so richtig gemerkt. Also der zieht auch in tieferen Drehzahlen richtig gut. Aber den Verbrauchsvorteil, den der FPT gegenüber dem John Deere oder so hat, kann ich jetzt leider nicht bestätigen. Also der Johnny war jetzt 12,6 Stunden bei uns am Hof. Wir haben 106 Liter Diesel getankt, was einem Verbrauch von ungefähr 8,4 Litern entspricht pro Stunde. Arbeiten waren Güllefahren nach Grünwald, Güllefahren hier um den Hof rum, mal zur Raiffeisenbank mit dem Kipper, also so. Das war so die Hauptarbeit. Der Case
hatte dieselben Arbeiten gemacht, also Gülle fahren nach Straßlach, Gülle fahren um den Hof zur Raiffeisenbank, die Pflastersteckel holen und dann nochmal zur Raiffeisenbank und nochmal zwei Säcke Granogips holen und so Kleinigkeiten. Also er hat sich auch nicht überarbeitet. Der Case hat sich in den 5 Stunden, wo er hier am Hof war, 53 Liter Diesel genehmigt, was einem Verbrauch von 10,6 Litern entspricht, also 2,2 Liter mehr wie der Johnny. Dafür, dass er nicht ganz so gut gegangen ist. Also irgendwo muss er herkommen. Und der Klaas war mittendrin, also der ist 10 Stunden gelaufen und hat 96 Liter Diesel gebraucht, also ziemlich genau 9,6 Liter die Stunde. Das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Die Kabinen. Beim Valtra, wo wir einen Test gefahren haben, ist die Kabine, er hat eine Riesenkabine, muss man ganz ehrlich sagen, und einen schönen Zustieg. Der John Deere hat die zweitgrößte Kabine und auch einen sehr guten Aufstieg, also ist richtig, richtig schöne Treppe darauf, das ging gut. Der John Deere hat auch die leiseste Kabine, also viel Kopffreiheit und wirklich ein ganz leises Fahrzeug. Und was auch schön ist beim John Deere, er hat die Lautsprecher vom Radio, hat er links und rechts hinterm Kopf. Und man braucht den Radio gar nicht laut machen und man hat echt einen, das ist fast wie im Kino, Dolby Surround, sage ich jetzt schon fast. Case, die Kabine, ist jetzt nicht negativ aufgefallen, war also relativ leise, nicht ganz so leise wie der Johnny, aber leiser wie beim Klaas. Die Lautsprecher waren vorderthalb, Radioempfang oder Radioklang war auch in Ordnung, kann man gar nichts sagen. Kopffreiheit war für mich ein bisschen knapper, aber ich habe mir nicht den Kopf angehauen, also von daher noch okay. Der Klaas war von der Kabine her deutlich kleiner. Ich habe mir da auch ein paar Mal an diesem Sonnenrollo-Buckel den Kopf angehauen. Jetzt alles nicht schmerzhaft, aber man ist doch hier und da dran gehangen, also von daher nicht ganz so schön. Und beim Klaas habe ich mich dann auch noch beim Zurückbringen in einen mit Hochdachkabine reingesetzt und habe festgestellt, die Kabine ist leider nicht höher, nur der Buckel fehlt. Ja, Bedienung. Beim Valtra sind wir natürlich nicht weit gefahren, aber es war Valtra-typisch, also verstreute Schalter und halt das Display. Case war jetzt eher so ein bisschen verspielt, sage ich jetzt mal, mit dem Traktorsymbol und den vielen bunten Folientasten. Muss man sich auch ein bisschen einfuchsen und mit dem Blindbedienen ist es auch nicht ganz so einfach, aber man hat alles gefunden, was man muss. Das war jetzt also nicht nachteilig. Beim Klaas gibt es gar nicht so viel zu sagen. Eigentlich waren die Schalter gut gruppiert. War gute Symbolik drauf, eigentlich ganz einfach zum Bedienen, also man hat alles auf Anhieb gefunden, also durchaus, ja, gut gemacht. Und beim Johnny ist auch aufgefallen, also der John Deere hat natürlich rechts seinen Knöpfchensalat, sage ich jetzt mal, mit dem er sich auch erstmal ein bisschen warm werden muss und einarbeiten muss, aber da kann man alles, seine Einstellarbeiten eigentlich gut erledigen. Und dann hat man auf der Armlehne nur das, was man zum Fahren braucht. Also die Armlehne ist sehr aufgeräumt. Man hat einfach nur wirklich das, was man braucht. Also das macht, man kann den schon ein bisschen intuitiver bedienen, sage ich jetzt mal. Also einfach aufgeräumt, sage ich jetzt einmal. Was habe ich jetzt noch vergessen? Weiß ich gar nicht. So, jetzt mein Fazit. Im Moment, ihr merkt es selber, das Herz hängt ganz klar am John Deere. Natürlich auch, weil ich eine super Werkstatt im Hintergrund habe, die auch noch in der Nähe ist. Also Case wären halt 1,25 Stunden mit dem Bulldog zum Fahren. Der Klaas ein bisschen näher, da aber immer noch bei einer guten Stunde. Und beim Johnny bin ich halt einfach im Nachbarort und von daher, viele von euch haben ja schon festgestellt, ich habe einfach gelbe Füße und ja, es wird ziemlich sicher wieder ein John Deere werden.
wobei ich noch nicht weiß, ob ich mich jetzt weiter auf Gebrauchtmaschinensuche mache, weil die waren mir, ja, ich fand, da stimmt einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Also irgendwo 100.000 Euro für einen 4 Jahre alten, stark gebrauchten zahlen oder 70.000 für einen 10 Jahre alten, noch viel stärker gebrauchten zahlen oder einen schönen für quasi dasselbe Geld wie ein Neuschlepper, da habe ich halt schon irgendwie so ein bisschen ein Problem damit. Also es könnte sein, dass ich mir einen 6120M bestelle. Oder ich nehme das Angebot von meinem Händler wahr und hole mir den 6140M Vorführer. Der, ja, es ist nicht das günstigste Angebot. Also es gibt günstigere Schlepper, aber er bietet halt mehr von allem und wäre preislich halt echt interessant für die Größe von Schlepper, weil er eben top ausgestattet ist und weil ich halt dann noch einen 22er Preis haben kann. Und im Endeffekt würde der 6140M als sehr gut ausgestatteter Vorführer nicht mehr kosten wie ein 6120M, den ich mir jetzt bestelle. Und na, mal sehen, der Nachteil ist, ich muss natürlich gleich zahlen. Während auf den 6120M kann ich noch sparen. Also ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es mir einen Daumen hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. Der 6er ist natürlich auch ein schaufener Bulldog. Der macht schon was her. Aber auch der Glas ist schon ein schöner Bulldog. Steht schon schön da. Und geht da auch gut. So, jetzt muss ich mir meine Handschuhe anziehen und Schlauch koppeln. Ich lege euch auf Zeiten.